Jetzt miteinander. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Seminar im Alltag Armut verringern. Wer versteht nicht Schweizerdeutsch? Wer versteht meine Mundart nicht? Leider kann ich das nicht auf Französisch fragen. Okay, mir gesagt, es ist auf Deutsch, es wird auf Mundart sein, in dem Fall, soweit uns das möglich ist. Ich stelle gerne vor, Frau Vicky Sutter, Blume. Sie ist Leiterin vom Bereich Nachhaltigkeit bei Stopp Armut. Das ist ein ganz neuer Bereich, der wird eigentlich heute offiziell kommuniziert. Sie hat eine Ausbildung als Landschaftsplanerin. Sie hat in der Industrie geschafft, international im Bereich Nachhaltigkeit. Sie hat eine Masterarbeit gemacht zum Thema Fair Trade in der Gastronomie. Und sie wird offiziell als Mitarbeiterin per Anfang nächstes Jahr zu Stopp Armut kommen. Mein Name ist Peter Weidmann, ich bin Unternehmer und ich arbeite ehrenamtlich in dem Bereich Nachhaltigkeit mit. Was haben wir mit Ihnen vor? Ein kurzer Einstieg, dann das Thema Baumwolle, wo wir ein bisschen anschauen, was hat es da für Probleme und was gibt es für Lösungen im Alltag. Dann zwei kurze Inputs zum Thema Kakao und zum Thema Metall aus dem Kongo, dann eine kleine Gruppenarbeit, ein Roundup und schon wird die Stunde, wo wir haben, miteinander rum sind. Ich nehme Sie gerne mit nach Costa Rica. Sie sehen da das Kreuzchen, wo wir geografisch gerade sind. In Costa Rica gibt es die grossen Meerschildkröten, die tun unter anderem in Costa Rica die Eier legen. Das heisst, sie gehen zum Meer raus, sie gehen am Strand, sie buddeln das Loch, sie legen ihre Eier, sie buddeln das Loch zu und irgendwann mal schlüpfen dann die kleinen Schildkröten. Das Problem ist, die Schildkröte ist vom Aussterben bedroht. Und darum haben sich ganz verschiedene Organisationen zum Ziel gesetzt, denen zu helfen, dass die Spezies nicht von unserem Planeten verschwindet. Und eine Möglichkeit ist, die kleinen Schildkröten im Moment, wo sie schlüpfen, zu nehmen und ins Wasser zu tragen. Weil da zwischendrin gibt es solche, die finden den Weg nicht und andere, die werden von natürlichen Finden gefressen oder es geht einfach zu lang, bis sie ins Meer gehen und sie überleben nicht. Und um dieser Spezies zu helfen, liest man die auf und tut sie mit. Und da war eine Organisation da, Studenten, ein Leiter, und die sind da einsammeln und irgendeiner von diesen Studenten sagt, das nützt überhaupt nichts, was wir da machen. Es hat so viel. Und der Leiter hat ein Schildkröte genommen, hat es aufgelobt, hat sich mehr gefragt und gesagt, ob dem hat es geholfen. Und das ist der Ansatz, den wir daran glauben, wenn wir Nachhaltigkeit da jetzt konkret können anfangen können. Wir können nicht alle Probleme lösen. Wir können nicht alles aufs Mal verändern. Aber da, wo wir etwas machen, da hilft. Ich möchte Sie mitnehmen zum Thema Baumwolle. Und Thema Baumwolle kann man am einfachsten erklären an einem T-Shirt. Darum hat es da auch immer ein T-Shirt im Hintergrund. 50% von der Kleidung, die wir anhaben, in etwa 50% besteht aus Baumwolle. In der Schweiz wird etwa 15 Kilo Kleider gekauft, der Preis etwa 1500 Franken. Und die Aufstellung zeigt Ihnen, was da so etwa dabei ist. Die erste Station, da Burkina Faso. Burkina Faso ist ein typisches Baumwollland. Da ist im grossen Stil Baumwolle produziert worden und wird auch heute noch im grossen Stil Baumwolle produziert. Das Problem ist, in Burkina Faso arbeiten Kinder und zum Teil sogar Kinder Sklaven. In der Ernte, im Reinigen von der Baumwolle, im Aufbereiten von der Baumwolle, von der Rohbaumwolle, bevor sie dann in Ballen gepresst wird und dann international verschifft. Zweite Station ist eigentlich nicht eine Station, sondern ist eigentlich eine Reise rundherum. Das Problem ist da CO2. Ein typisches T-Shirt fängt in der Rohbaumwolle da an, in Burkina Faso, kommt dann in die Türkei, weil in der Türkei wird gekartet, die Türkei ist
Garten, wo die Baumwolle zu Fasern gemacht wird und dann gesponnen. Kommt dann nach Taiwan. In Taiwan wird das typische T-Shirt eben nicht gewoben, sondern gestrickt. Das sind die grössten Maschinenpark, die stricken. Geht dann zurück nach Bangladesch, da wird genäht. Und geht dann nach Europa oder in die Schweiz in unseren Laden. Und das ist jetzt kurz Version. Von dort, interessanterweise, geht es dann am Schluss wieder zurück. Aber da komme ich am Schluss noch drauf. Ein durchschnittliches T-Shirt reist 25'000 Kilometer. Also um die halbe Erde. Es hat 7 Kilo CO2 verursacht. Das ist gleich viel wie 70 Kilometer Auto fahren mit einem Kleinwagen. Und da haben wir noch nicht mal die besten Kleinwagen gesucht, als Beispiel. Das nächste Problem ist das Thema Wasser. Die Baumwollproduktion als solches ist wasserintensiv. Und das ist eines der Probleme in Burkina Faso. Es hat zu wenig Wasser und durch das sind viele Plantagen nicht mehr in Betrieb. Die Herstellung von einem T-Shirt, und das fängt an bei der Baumwollproduktion, geht nachher über jeden einzelnen Produktionsschritt. Durchschnittlich hat das T-Shirt 12'000 Liter Wasser gebraucht, bevor ich es das erste Mal anlege. Vom Waschen, das man es dann braucht, und Waschen gar nicht geredet. 12'000 Liter Wasser, das heisst Dusche voll anstellen und 24 Stunden laufen lassen für ein einziges T-Shirt. Nächstes Problem, Gift. Es werden Düngemittel, es werden Spritzmittel, es wird gefärbt und so weiter. Greenpeace hat eine Untersuchung gemacht, und zwar das Zettel da unten, bei den 20 grössten Marken in 29 verschiedenen Ländern Testkäufe gemacht, nicht ein T-Shirt gefunden, wo nicht Gift drin hatte. Und Gift sind nicht einfach so ein harmlose Geschichten. Da haben Sachen, die man am Schluss, und das ist Fettdruck, bei uns im Blut kann anweisen, wenn wir so ein T-Shirt da haben. Es hat krebserregende Farbstoffe dabei, es hat Weichmacher drin und es hat die sogenannten NPEs dabei. Das sind Reinigungsmittel und wird auch gebraucht, dass man beim Waschen die Farbe nicht verliert. Das macht ja noch Sinn, aber es gäbe Alternativen. Also unsere T-Shirts sind giftig. Das nächste Problem, und dazu nehme ich sie mit, nach Bangladesch. Ich bin selber da gewesen, ich habe Bangladesch besucht. Da wird genäht. Und zwar im Akkord. Viel und schnell. Eine Nähre kommt etwa 35 Franken über. Wenn ihr Presse verfolgt, dann wisst ihr, dass man in Bangladesch zum Teil Streik gehabt, dass die Frauen sich organisieren und sagen, das ist nicht okay. Wir sollten etwa 90 haben. Und dass eine Familie halbwegs kann leben kann, müsste 60 haben. Das wäre das Minimum, wenn man von Minimallöhnen redet. Unter 60 ist nicht möglich für eine Familie zum Leben. Wohlgemerkt, 60 Franken im Monat reden wir. Um ein T-Shirt nähen, brauche ich 10 Minuten, durchschnittlich. Die meisten Frauen arbeiten 10 Stunden am Tag, sie arbeiten oft 5,5, vielleicht sogar 6 Tage. Und wenn man das so ausrechnet, dann macht sie 1000 bis 1200 T-Shirts im Monat und für das kommt sie gerade mal 35 Franken über. Also wir reden da von etwa 3 Rappen pro T-Shirt, die ich überkomme fürs Nähen. Nicht nur kommen sie nicht genug Lohn über, nein, sie müssen in Fabriken arbeiten, die nicht sicher sind, die einstürzen, das haben wir mitbekommen, mit Rana Plaza. Jeden Monat, ich verfolge das übrigens, jeden Monat Minimum ein Bericht von einer grösseren Fabrik in Bangladesch, die brennt. Warum? Auch bei uns haben Fabriken brennt, früher, wo wir bei uns Baumwolle gemacht haben. Vom Stau ist das relativ gefährlich. Heute gibt es aber ganz viele Möglichkeiten, um das zu sichern. Und das Gemeine ist, an vielen Orten sind Notausgänge gesperrt, weil die Produzenten, die Besitzer der Fabriken, Angst haben, dass die Frauen T-Shirts würden klauen oder Kleidungsstücke würden klauen. Und darum schliessen sie Notausgänge. Und darum gibt es immer wieder Tote in den Fabriken.
der Schweiz ankommt, geht sein Laden, wird verkauft, wird heimgenommen. Cool, ich habe ein neues T-Shirt. Durchschnittlich wird das T-Shirt 10-mal angelegt und dann landet schon im Kleidersack. Die Farbe stimmt nicht mehr, falscher Schnitt, irgendetwas ist falsch dran. Und was da bei uns gesammelt wird, wird aussondiert, was besser ist, das wird wieder auf den Markt geworfen. Und zwar reist das wieder zurück nach Burkina Faso und da trifft man das T-Shirt wieder in den Secondhand-Markt. Und die Folge davon ist, dass da am Schluss die, die lokal Kleider produzieren, natürlich keine Arbeit mehr haben, wenn wir billiger Texte und T-Shirts gekauft, wo wir bei uns von gehört haben. Das ist die Geschichte vom T-Shirt von A nach B. Jetzt kommt ein kleiner Selbstcheck, wo die Wippe wird leiten. Das ist ganz einfach. Wir haben vom Sitzplatz alle mittlerweile ja die die eine Seite. Und da wird es sich wirklich, wenn zwei Minuten einfach mal stehen bleibt, hier die Fragen durchzuholen und ganz schnell spontan aufzulösen. Was meinst du halt mit einem Eintrag Einfluss auf die weltweite Anwendung? Ja, nein, warum auch nicht? Dann ist das Vorwort das Schnaufdeckel. Und dann einfach mal durchgehen bis unten. Zum möglichen Lösungsansatz. Und ich fange an mit jemandem, der sich am Arbeitsplatz eingesetzt hat und gesagt, so kann das nicht weitergehen. Post ist einer der ganz grossen in der Schweiz. Die haben 38'000 Menschen, die sie mit Uniformen oder Menschen zu einem Hemd können von Hosen ausstatten. Und die Posten, die können noch Menschen und Kappen und weiss ich was alles über. Insgesamt sind das über 300'000 Kleidungsstücke, die Post jährlich einkauft. Und Post hat sich entschieden, und zwar aufgrund von einem Vordenker, der gesagt hat, so geht das nicht weiter. Post hat sich entschieden, nur noch sozial verträglich produzierte Kleider einzukaufen. Wo immer das möglich ist. Und dazu sind sie in Kooperation eingegangen mit einer weltweit tätigen Organisation, die heisst Fairwear Foundations. Fairwear Foundation. Und lassen das auch überprüfen. Sie wollen also wissen, wie viel CO2, wie viel Wasser, zu welchen Bedingungen ist dann produziert worden, wie viel Gift hat es da drin, die ganze Kette. Und das ist eines von den positiven Beispielen in der Schweiz. Es ist eins, es gibt mehrere, es gibt viele kleine, die das schon lange machen, es gibt mittelständische Unternehmen, die wenigstens die eigenen Sachen anfangen zu einkaufen. Das ist ein Beispiel. In Ihrem Unternehmen, wenn Sie an eine Messe gehen und Kleider anlegen, was legen Sie an? Haben Sie allenfalls Außendienstleute mit irgendwelchen Berufsmänteln? Wie sind die hergestellt? Da können Sie Einfluss nehmen. Und wenn Sie auch nicht in dieser Abteilung arbeiten, auch nachfragen. Das ist ein Schritt. Für mich persönlich, was heisst das denn so ganz genau? Es gibt gewisse Marken, da kann ich blind vertrauen im Wissen, die sind Fair Trade. Und wenn ich jetzt da zwei drauf tue, dann sind das zwei grosse Spieler am Markt. Ich weiss, es gibt ganz viele andere und ich kenne ganz viele andere. Wenn die Augen offen habe, wird mir das auch, sieht man das auch sofort. Das ist Switcher, das sind T-Shirts und das ist Naturaline, das ist zum Beispiel das Hemd, das aus dem Coco. Produkte, wo das Logo drauf haben, Fairtrade, Max Havelaar, da weiss ich, dass Minimum in der Baumwollproduktion und normalerweise in der Näherei ein fairer Lohn gezahlt worden ist für die Produktion von dem Baum. Also da kann ich drauf schauen. Das sind zum Beispiel unsere Stoffarmer T-Shirts so hergestellt. Dann, was ich schon gesagt habe, einige Firmen in der Schweiz lassen sich von Fairwear Foundation in die Karte schauen. Die lassen sich überprüfen, stimmt das genau, was die machen, was genau sind die Arbeitsbedingungen, wie funktioniert das Haar genau. Also Firmen, die das Logo dürfen sagen, wir sind in denen zertifiziert, da weiss ich, das ist gute Wahl. Dann gibt es noch eine Organisation, denen ihr Logo sieht man ein bisschen weniger, die sind aber sehr aktiv.
Und die nennt sich GOTS, also Global Organic Textile Standards. Und auch die legen Wert darauf, auf fair produzierte Kleider. Dann gibt es eine Lobbyorganisation, die weltweit tätig ist und in der Schweiz von einer Kleidung von Bern vertreten wird. Da hat es Informationen dort. Wenn ich jetzt aber zu meinem T-Shirt komme, dann natürlich der erste Blick ist einmal da drauf, wo kommt jetzt das her? Was ist das für ein T-Shirt? Ui, das ist ein Schlimmes. Das ist ein Scope Natura Line, das ist schon mal gut, und das ist ein Switcher. Wenn ich ein Switcher-Produkt habe, und da gebe ich ein Beispiel, wenn ich es wirklich will wissen, wenn ich sage, ich will genau wissen, was ich innen trage, dann hat das T-Shirt eine sogenannte DNA drin. Und die DNA von dem T-Shirt ist JVU31. Wenn man das eingibt, kommt man die Karte da oben über. Plus die Information zu jedem einzelnen Produktionsschritt. Wo ist produziert worden? Wie ist produziert worden? Wenn ich zu den kritischen Bürgern gehöre und wirklich in Detail will, bitte, es gibt Detail. Ich kann von meinen Kleidern wissen, wie sind sie hergestellt. Ich weiss, wie viel Wasser es braucht, nämlich 760 Liter. Ich weiss, es ist biozertifiziert, Ökotex, Fairwear Foundation, sieht man da wieder, und die Menge von CO2, die es braucht hat, und so weiter und so fort. Ich kann wissen. Moment, ich komme drauf. Gott Natur allein bietet etwas Ähnliches. Nicht ganz so detailliert, aber auch da hat es einen Gott drauf. Sogar einen, den ich mit dem Handy einscannen kann. Mit einem QR-Code. Und auch da hat es eine DNA drauf. Und ich kann nachschauen, wer ist der Produzent, auf welchem Weg ist das in die Schweiz gekommen, an welchen Stationen hat es Halt gemacht, zu welchen Bedingungen produziert. Und dann, für die, die sagen, eigentlich habe ich keine Zeit und keine Lust, mich so im Detail zu informieren. Hier gibt es einen kleinen Führer und da hat es so von der ganz Guten bis zu der ganz Schlechten in der Reihenfolge drin. Und ich kann hingehen und kann sagen, okay, ich stehe jetzt gerade vor einem Blackout. Wie wird der bewertet? Ah, das ist gar nicht so schlecht. Oder vielleicht ich stehe vor einem XY, ich nenne jetzt New Yorker. Oh, Mist, der ist aber schon ein bisschen weit hinten in dem Führer. Und das könnte ja eigentlich schon genug sein, um zu entscheiden, ich gehe nur in die vorne in dem Büchlein sind. Weil das hat zur Folge, dass die anderen sich anfangen müssen, etwas überlegen. Wir wollen eigentlich das auch. Für die, die sagen, ja, Büchlein mitnehmen, das ist von gestern, bitte, das Büchlein gibt es auch als App. Leider im Moment nur für die iPhone-Leute, aber das sind ja eh die Mehrheit. Und das ist noch wichtig. Das T-Shirt, das ich mehr als einmal angelegt habe, hat schon etwas zur Nachhaltigkeit dazu beigetragen. Weil ich habe aus diesen vielen Liter Wasser und aus diesen vielen CO2 wenigstens das immer wieder angelegt. Wenigstens. Das T-Shirt, das habe ich von meinem Schwiegersohn gegeben. Weil er kommt, das passt mir nicht mehr, ich will es nicht mehr. Aber es ist noch okay. Ich trage T-Shirts, die ich nachträge von jemand anderem, wo halt ein Modemuffel ist, wo eben nicht ein Modemuffel ist, wie ich. Oder aber ich habe auch schon mal T-Shirts im Brocki gekauft, wunderschöne Dinge, wo ich mir sage, die sitzen mir, die passen mir, die Farbe stimmt, alles gut. Also nachhaltig bedeutet auch, hinzugehen und zu überlegen, mit einem kleinen Budget und mit den einfachen Möglichkeiten, ich mache da nicht mit, ich muss nicht mein T-Shirt nach 10 Minuten drücken. Weil ich genau weiß, da hinten dran hat eine Frau geschuftet und ihr das Leben gegeben und ihre Kinder von Hunger allein und in die Schule geschickt. Nur, dass ich es wieder kaputt höre. Also, der positive Ansatz, schaut, wo ihr kauft. Und, tragt länger. Und, wenn Mode nicht so kritisch ist, wie das bei mir halt der Fall ist, kauft ihr auch noch Fetten haben. Was gibt es denn so in diesem Bereich? Wenn man anfängt zu schauen, es gibt ganz viel, von den Babykleidern bis zu, was mein Grosse anlegt. Alle Arten von Kleidern gibt es unterdessen auch zertifiziert. Das ist Baumwolle.
gehen jetzt eigentlich nahtlos zu zwei anderen Themen weiter, zum Problem und positive Beispiele können Sie, aber viel kürzer. Wir anschließen dann mehr einfach in der Strickbearbeitung auf der Rückseite von dem Zettel auch ins Anschauen, was man dann bewirkt hat. Kurzes Beispiel, eigentlich das bekannteste vermutlich Shopping. Was ist dort die Problematik? Das ist nicht ganz so bekannt, aber in der Shopping-Industrie betrifft der Sklavenhandel meistens Kinder auf der Kakaoplantage. Die meiste Kakao für uns in Schokolade ist die sogenannte Industriekakao, das kommt aus der Elfenbeinküste oder Ghana. Und dort werden Kinder auf Kakaoplantage eingesetzt, zur Ernte. Ist natürlich verboten, ist weltweit einfach verboten. Es gibt Konventionen, es gibt Gesetze, es gibt auch Selbsterklärungen von der Kakaoindustrie. Kommt aber gleich vor. Ein Grund ist, wie wir es heute Morgen schon gehört haben, die Armut. Dass Eltern einfach aus Armutsgründen ihre Kinder mühen mitschaffen und nicht in die Schule schicken. Aber auch sie werden Geld in anderen Ländern schaffen und sie werden auch wirklich aus den Nachbarländern entführt, verschleppt. Unter falschen Versprechungen den Eltern gegenüber oder wirklich sie verschwinden, um als Sklaven dann auf den Kakaoplantagen als billige Arbeitskräfte eingesetzt zu werden. Nicht nur auf den Plantagen von den grossen Firmen, sondern auch von den kleinen Bauern, die zu wenig verdienen, als dass sie wirklich fair und ehrlich wirtschaften. Wichtiger Treiber ist eigentlich das, was wir heute Morgen auch schon alles gehört haben. Der tiefe Ertrag für die Kakaobauern. Sie verdienen schlicht und einfach zu wenig zum Arbeiten gut können zahlen und selber gut in den Kunden kommen. Extrem Armut in der Herkunftsfamilie von den Kindern. Und dann aber auch der Profit vom Kakaohandel. Das ist ein lukratives Geschäft. Und alles, was lukrativ ist, versucht man natürlich auf der anderen Seite Preise zu drucken bei den Herstellern, dass man noch mehr Profit machen kann. Das ist eine Frage, die auch an der Börse diskutiert wird, ob Kakao eventuell demnächst wieder Rarität wird, weil so eine Kakaoplantage ist extrem aufwendig. Sie wird zusätzlich noch vom Klimawandel bedroht. Ein Baum reicht erst, wenn er 30 Jahre alt ist. Also man muss heute Bäume pflanzen für ein 30 Jahre. Wer macht das denn, wenn er nicht weiß, ob er morgen vom Kakaoanbau kann werden? Also, das ist so derartig unattraktiv, dass man sich wirklich nur Sorgen machen muss. Ist der Nachschub gesichert? Und liegt auch ganz krass an der geringen Entlöhnung. Die Arbeit, wovon wir reden, ist Pflanzen und Pflege von den Kakaobäumen. Die Ernte, das ist vor allem die schwere Arbeit, die wir machen. Das Aufschlagen von den Früchten mit der Machete. Mit der Machete ist eigentlich für Minderjährige auch verboten zu arbeiten, machen die Kinder natürlich gleich. Sie verletzen sich auch häufig dabei. Das Fermentieren, Trocknen, wieder schwere Schleppen verpacken sind. Wo geht der Profit vom Kakaoanbau? Kakaobauern erhalten in der Regel nur 6% von so einer Tafel Schoki. Und was man hier unten sieht, früher war es mehr gewesen, aber nur weil im Norden neues Nachnehmermarkt merkt, der Schoki-Preis als Lochpreis in den Läden eigentlich disruptiv gehalten wird. Also wenn man es anschaut, müsste der Schoki-Preis über die Jahre wesentlich weiter gestiegen sein, wie er real ist. Weil der Schoki-Preis ist etwas, was der Mensch sich merkt. Und da gibt es ja auch psychologische Schwellen, wo man nicht wieder rübergeht. In Deutschland ist das ganz sichtbar gewesen. Mit der Umstellung von Euro hat Schoki plötzlich einen Sprung gemacht, weil sie vorher viel zu lange künstlich gewesen ist. Weil man da über die eine D-Mark nicht überwählen. Und das, wer zahlt das? Das zahlen die Kakaobauern. Nicht zwischen den wieder Schoki-Unternehmen und so weiter. Das ist die Problematik von Kakao. Darum jetzt ins Set 2. Können Sie doch einfach nochmal nur die Löffel 5 und 6 mit einer Oberfläche ins Pfeifer schmieren. Mit Kakao würden Sie da sehen. Auch hier gibt es natürlich schon positive Ansätze, und zwar auf allen, ja, einfach auf allen Ebenen. Im Welthandel selber, wo man ja einfach für den besseren Lohn von der Kakaobauern arbeiten kann, gibt es Zertifizierungen, Logos vor allem auf der nächsten Folie, für Nachhaltigkeits- und Sozialstandards. Da muss man zum Teil bezogen, wer was unterrichtet, Umwelt zuerst oder der Mensch zuerst. Es gibt auch Programme zur Transparenz, dass man den Herkunftsnachweis mit so einer DNA auf dem Kakao machen könnte, ist aber noch nicht so weit.
Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die eigene Programme haben, die sich nicht extern zertifizieren, sondern selber etwas auf die Beine stellen. Darunter können super gute Sachen sein. Wenn sie sehr transparent sind, kann man das nachvollziehen. Darunter können aber auch Sachen sein, die einfach hinter PR-Massnahmen Reklame sind. Da muss man jetzt genau anschauen. Solidarischer Lebensstil bei uns ist auch ein Thema. Wie das, denke ich, vor allem der Armut hilft, als Wurzel von der Kindersklaverei auch spenden und auch Projekte unterstützen, die Entwicklungszusammenarbeit, die vor Ort Aufklärungsarbeit auch macht, gegen die Kinderverschleppung in die Herkunftsfamilien und schaut, wie sich die Bauern eigentlich selber zu Wehr setzen, dass sie besser leben können. Das ist die Folie, die eigentlich uns persönlich viel mehr betrifft. Es gibt ein paar politische Engagement. Ich habe da zwei Webadressen, wo man konkret einfach mit einer Unterschrift sich an eine laufende Aktion beteiligen kann. Die Folien werden etwa in einer Woche oder so auf der Stadt Bamberg Homepage sein. Das heisst, Sie müssen sich die Webseite nicht abschreiben, wenn Sie in einer Woche oder so auf der Stadt Bamberg Homepage schauen, dann finden Sie sie dort. Und Kaufentscheid für Fair Trade, weil Fair Trade versucht eben den Minimallohn der Bauern anzuheben, sodass sie sich können leisten können, ohne Sklaven eben zu schaffen. Da ist wieder das Fair Trade Logo. Glaube auf die Bahnen, das sind eigentlich Fair Trade Händler in der Schweiz. Und was ich hier noch aufgemacht habe, man sieht es wirklich, ein günstiger Schocki, die Qualität am Prix, aber auch die Edelschocki. Es gibt beides mit Fair Trade. Es ist nicht immer nur die beste Produkte, wo es Fair Trade Label gibt. Auch in der günstigen Kategorie, auch im Alten, gibt es Fair Trade Sachen. Besser als kein Label, das sind Nachhaltigkeitslabel, die selber gar keinen Fairtrade-Anspruch haben. Das heisst, die machen mit Nachhaltigkeit die gesamte Palette und dort wird nicht alles in der Entlöhnung so garantiert. Sie geben den Bauern keine Mindestpreisgarantie, sind aber wirklich besser als kein Label. Also wenn man die Auswahl hat, Fairtrade-Label hat einen kleinen Preiszuschlag, die anderen sollte eigentlich keiner haben. Sind aber immer noch wesentlich besser als andere. Das sind die positiven Ansätze. Mögen Sie noch gerade das dritte Thema? Das finde ich das Heftigste und für mich ist es das Neueste. Wenn ich überlege, ich möchte eigentlich einfach mal den gesamten Lebensbereich durchgehen. Wir haben Baumwolle, Textil, wir haben aus dem Lebensmittelbereich den Gekko. Und jetzt mal das Schwierigste, weil es da die wenigsten klaren, kritischen Ansätze sind für die Lösung. Metall aus dem Kongo. Demokratische Republik Kongo ist, wovon wir reden. Warum ist der Kongo so wichtig? Es ist eines der rohstoffreichsten Länder auf der Welt. Wir haben versucht herauszusuchen, Zahlen, haben wir heute Morgen auch schon gehört, welchen Stoff wie weit vorne der Kongo ist. Coltan ist das meist umstrittenste Konfliktmineral im Moment. Das ist schwierig. Es gibt Quellen, die sagen 80% kommt aus dem Kongo, es gibt andere Quellen, die sagen 20%. Und das Problem ist, es wird ja viel geschmuggelt. Also feste Zahlen gibt es dort eigentlich, traue ich mich da nicht zu sagen. Für Kobalt, Zinn und Kupfer ist es klarer, da kann man die Zahlen auch so anschreiben. Und Sie sehen es hier da oben, Nord-Kivu, das ist immer wieder der Vormarsch. Letztes Jahr in der Presse sind, das sind die Regionen, wo die Metalle herkommen. Was geht uns das an? Das ist wieder in Afrika. Die vier Sachen, die vier Metalle, die wir eigentlich kaum kennen, sind für uns im Lebensraum drin. Jeder Flachbildschirm, da kann man sagen, okay, wenn Sie einen Arbeitsplatz haben ohne Computer, aber wenn Sie S-Bahn fahren und im Zug die Anzeige, wo ihr zeigt, wenn die Witz bis zur nächsten Station ist, auch Flachbildschirm, dann sind Sie hier im Sinn. Wenn Sie in der Kirche gehen, Orgelpfeife haben, auch sind Sie auch im Sinn. Coltan, kann ich sagen, okay, ich verzichte aufs Handy, weil ich will damit nichts zu tun haben. Dann sollten Sie sich auch nicht einen Arm brechen oder eine Prothese brauchen, weil Coltan ist auch in Knochenhöhe drin. Kobalt, auch wieder kleiner, wenn Sie etwas Leichtes elektronisch sehen. Was ist die Metalle drin? Unser Ganze, was uns hilft, die Energieeffizienz zu pushen, geht ohne die Metalle nicht. Also das ist eigentlich so ein bisschen ein Dilemma.
Und von mir das CO2 schön rechnen, können wir hier in die Metalle rein, wo wir nicht sicher wissen, sind die super produziert worden. Weil das ist der Kongo, weil er so rohstoffreich ist und auch so wichtig ist für uns in Zukunft. 90% der Bevölkerung kommt unter der Armutsgrenze. 213 Kinder von uns erleben ihre 5. Geburtstag mit. Das ist eine Katastrophe. Lebenserwartung 45 Jahre. Also, ich weiß nicht, wenn ich mal schaue, welche sind unter 55? Ja, aber es wird doch ein Drittel fehlen. Also, es hier bei der Bevölkerung hat Zugang zu Such- und Trinkwasser, mit anderen Worten, drei Viertel nicht. Das ist für uns unvorstellbar. Das ist das Land, auf dem wir uns einen Wohlstand aufbauen. Was uns wohl erwerben. Ah, das ist schon wieder der positive Teil. Kurze Bedenkenminute, was unser Leben dazu hat. Das wäre jetzt sehr grün. Okay. Wir müssen da einen Schlussstrich ziehen. Es ist so, wir werden anschliessend noch die Fragen zur Verfügung sein. Die E-Mail-Adresse ist da drauf. Man kann uns selbstverständlich schreiben. Es ist mir wichtig, auf zwei, drei Sachen hinzuweisen. Also Punkt 1, es hat eine Handvoll Informationen zum Thema Schocke, zum Thema Kleider, zum Thema Outdoor-Kleider. Und die sind immer auf dieser Art aufgebaut, was sind die Guten, was sind die Mittleren, was sind nicht so die Guten und was sind die Verweigerer, die sagen, geht uns alles nichts an. Hinweisen möchte ich aber auf etwas, was wir heute lancieren, ganz neu. Das ist das Konzept für Gastronomie. Wenn ihr das nächste Mal ins Restaurant geht, dann nehmt so eine Feedback-Karte mit und sagt dann wird, ich habe Ihnen gegessen, besonders gefallen hat mir, und anschreiben und dann ein Kreuzchen machen. Schön, dass es bei Ihnen schon Fairtrade-Produkte gibt. Besser wäre es gerne noch mehr. Oder ankreuzeln, schon ein Schade, dass es bei Ihnen kein Fairtrade-Produkt gibt. Wie wäre jetzt das? Und dann hat es eine Information, wo man kann die Broschüre bestellen, die ist gemacht für Gastronomen. Da kann man selbstverständlich am Ausgang eine mitnehmen. Am Schluss der Konferenz gibt es Möglichkeiten, ganz viele von diesen Gastro-Feedback-Karten mitzunehmen. Brauchen die. Wenn niemand danach fragt, passiert nichts. Für die Leute, die sagen, das ist jetzt alles ein bisschen schnell gegangen. Und ich will eigentlich zum Thema Fair Trade ein bisschen Hintergründe wissen. Ich will wissen, wie das mit den verschiedenen Labels ist, mit den verschiedenen Organisationen. Dann gibt es ein Buch, das kann man drinnen kaufen, das heisst Fairtrade einkaufen, aber wie? Kann ich dringend empfehlen, ist eine neue Auflage, ist das Jahr neu überarbeitet rausgekommen. Und jetzt muss man eigentlich nur noch sagen, danke vielmals. Ich werde noch einen Moment da draußen sein, ich dachte mir bereits das nächste Seminar. Ich werde da draußen sein, wenn es noch Fragen gibt, wo man selbstverständlich noch fragen darf. Danke für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Nachmittag und den Rest der Konferenz.